Bei Schnecken denken die meisten wohl an Landschnecken. Doch der weitaus größte Teil der Schnecken lebt im Wasser. Hier haben sie wunderschöne, farbenprächtige Formen entwickelt. Wasserschnecken atmen meist nicht mit Lungen, sondern einfach über ihre Haut. Oder mit speziellen Kiemen. Eine der bekanntesten einheimischen Landschnecken ist die Weinbergschnecke. Die feste Schale besteht aus Kalk, den die Schnecke hauptsächlich mit ihrer Nahrung aufnimmt. Bei Bedarf kann die Weinbergschnecke komplett in ihrem Gehäuse verschwinden. So ist sie vor vielen Fressfeinden, aber auch vor dem Wetter und vor Austrocknung geschützt. Ist es im Sommer lange heiß, zieht sich die Weinbergschnecke in ihr Gehäuse zurück. Zusätzlich verschließt sie die Gehäuseöffnung mit einem Deckel aus eingetrocknetem Schleim. So fällt sie in eine Trockenstarre und wartet auf bessere Bedingungen. Die Kälte im Winter überstehen Weinbergschnecken auf ähnliche Weise. Sie suchen ein möglichst frostsicheres Versteck auf und verschließen die Gehäuseöffnung mit einem Deckel aus Kalk. Dann fallen sie in eine Winterstarre. So können sie die Kälte gut geschützt bis zum Frühjahr überstehen.